heute mit Heller von Sinnen, Ingo Appelt, Cindy aus Nassau, Dieter Nuhr und Bernhard Hoeker. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie heute am 6. Dezember, Nikolaus. Ich freue mich, dass Sie uns zuschauen. Ich hoffe, Sie haben heute Nacht alle Ihre Schuhe rausgestellt. Frauen haben ja immer mehr Schuhe, habe ich mir sagen lassen. Cindy, wie viele Paar Schuhe hast du heute Nacht rausgestellt? 400? Ein paar und habe danach eine Anzeige wegen Geruchsbelästigung bekommen. Okay, ist klar. Aber ich habe irgendwo gelesen, wer war denn das? Wer hat denn 400 Paar Schuhe? Habt ihr das auch gelesen? Irgendwo? Ja, die Marco, wie heißt sie, Marcos? Irgendeine amerikanische Tante. Mario Barth? Nein. Mariah Carey. Aber ich habe gelesen, dass Schuhe tragen gut für die Psyche ist. Ich habe keine Ahnung, warum. Gut für die Füße. Das hast du falsch gelesen. Schuhe tragen ist gut für die Füße. Genau, das hat er falsch gelesen. Nein, das ist gut für die Arme, wenn du sie trägst, wenn es schwer ist. Herr Baller, warum stehen denn die Stiefelchen alle da und nicht bei uns? Weil heute jeder Zuschauer, der gewinnt, symbolisch von mir den Stiefel bekommt und ich werde eigenhändig 500 Euro bar reintun. Solltet ihr eine Frage richtig beantworten, gebe ich euch einen Stiefel, dann könnt ihr euch drum prügeln und wir schauen, wer gewinnt. Also wegen mir kannst du den Stiefel trotzdem verschicken, ich würde die 500 Euro da nehmen. Ich finde das übrigens sehr schön. Super. Vielleicht können wir das öfter machen mit so einer Art Hecke. Ich sehe so wenig. Ich sehe so wenig von Ihnen, Herr Balder. Das ist so schön. So eine Art Hecke, das ist sehr. Ab durch die Hecke. Ja. Ich werde auch versuchen, heute, da stehen sieben Stiefel stehen da. Ich werde versuchen, mit 5 Fragen auszukommen, damit wir 2 Stiefel für Hoeker behalten, weil sie ihm passen sind. Das sind 2. Ist ja auch egal. Zum Wohle, meine Damen und Herren. Zum Wohle. Ich fange vorne an. Strengt euch an, gebt euch Mühe. Ich drücke euch alle Daumen, die ich habe. Wir beginnen. Wir gehen nach Kastel. Kastel liegt in Bayern. Dort wohnt Katrin Langanke in Kastel. Und Katrin möchte wissen, was ist eine Mundrolle? Eine Mundrolle? Ja. Eine Mundrolle ist entweder ein Pilz, eine Birne, ein Schmetterling oder ein Insekt. Ein Pilz, eine Mundrolle. Wie wär's mit Kaninchen? Fisch. Ein Fisch. Mundrolle ist ein Fisch. Was für ein Fisch? Nein, das ist ein lustiger Südseefisch, der mit seinem Mund so rollenförmige Bewegungen macht und über den Wassereinzug, den er mit dieser Rollerei, kann er Algen und kleine Fischlein in sich reinzurzeln. Und wenn er in Urlaub fährt, nimmt er einen Kofferfisch mit. Ja. Ich glaube, eine Mundrolle kommt irgendwie aus dem Zahnarztbereich vielleicht. Zahnärzte, ja, dass die irgendwie so eine Gerätschaft reinkriegen. Das ist eine Mullrolle. Ja. Man hört da mal auch, eine Mundrolle, nein, damit halt, wenn die irgendwie Zähne drin bekommen haben, damit die irgendwie... Wie sollen die aussehen? Das ist eine Lösung. Ja. Ich bin so aufgeregt wegen den Stiefeln. Das grenzt an Wahnsinn und an, ich habe den Rest jetzt vergessen. Nein, aber die kriegen so eine Gerätschaft rein, wenn die irgendwie Zähne. Eine Gerätschaft? Machen. Ja, ich weiß nicht, eine Mundrolle. Zu halten, diese Röllchen, die Zahnärzte da reintun, die meinst du doch, diese Watteröllchen, oder? Ja, aber die heißen Drainage. Wie heißen die? Drainage, glaube ich. Drainage, das ist ganz Drainage sind die Schläuche, die du reinkriegst, damit nicht irgendwo was abläuft. Das ist ein Katheter. Ein Katheter hat man in der Schule. Ein Katheter. Es gibt diese berühmte Mundrolle. Ich meine, müssen wir jetzt lange rumdiskutieren, was ist eine Mundrolle? Es gibt spezielle Filmchen, die ich nicht so gerne gucke, wo. Der war vielleicht. Was ist das dann? Keine Angst vor Bildern, der Mann redet von Dokumentation, wenn es um Sachen geht, die er nicht gerne kennt. Welche Filmchen guckst du denn nicht gerne? Diese Mundrollenfilme. Und vor allen Dingen, wenn du darüber redest, müssten wir ja von einem Mundröllchen reden, oder? Wenn wir jetzt mal abholen. Vielleicht sind wir bei so einem Brunftwettbewerb. Bei wem? Brunftschrei-Wettbewerb. Es gibt doch so lustige Wettbewerbe, wo Menschen zum Beispiel diese Brunftschreie der Hirsche imitieren. Genau. Das war ein sehr alter Hirsch. Ja. Der ruft auch nicht nach einer Frau, sondern nach einem Zivi. Oder nach einem Arzt. Der alte Hirsch. Ja, und die müssen halt bestimmte Techniken haben. Um diese Geräusche. Als ich sie so das letzte Mal erlebt habe, war sie hackebreit. Und ich glaube, es ging ihm nicht gut.
ist eine Mundrolle vielleicht so was, wo Trapezkünstler oder die Leute, die oben an der Stange hängen, na, sich da ranhängen und festhalten am Mund, um sich zu drehen? Jetzt, die war clever, oder? Bitte, die was? Antwort war clever. Die war clever, die war ganz clever. Die Mund, das ist natürlich die Schönheits-OP. Ist das jetzt diese, richtig? Nee. Diese Frauen, die sich normal da aufspritzen, aber man kann sie auch einrollen. Das heißt, man rollt sie so ein. Und das macht dann der Chirurg und der tackert das dann so fest und hat man dann so eine Mundrolle. Sehr schön. Dieter? Ich glaube, es ist eine Übung beim Logopäden. Okay. Und der Logopäde, man macht bestimmte Übungen. Ja. Zum Beispiel, wenn hier der Teil der Oberlippe zu kurz ist, dann macht man so bevorzugt 10 Minuten jeden Abend vom Fernseher, wo es keiner sieht, dass man kacke aussieht. Ja, und das sind so Übungen, die macht man. Und da gibt es unter anderem die Mundrolle. Und wie ist die? Das weiß ich definitiv nicht. Es gibt ja bei Schauspielern, die machen ja sowas auch, ne? Die stecken sich den Korken in den Mund. Also waren wir eben schon. Aber links, rechts, links, rechts, weil die Mundrolle ist ja... Haben Sie mal gesehen, was der mit seiner Zunge macht? Drehen Sie mal um. Warum machen Sie das? Weil ich es kann. Wart ihr nicht eben auch schon bei Blasinstrumenten? Wart ihr nicht schon bei Bläsern? Ich habe noch gar nichts gesagt. Dann lass mich das kurz reinwerfen. Also vielleicht braucht man eine bestimmte Technik, um bestimmte Blasinstrumente... dann Ton rauszubekommen. Also und es gibt wahrscheinlich Zungenroller. Das ist für Klassiker, das können nicht viele. Doch. Können Sie das? Es ist übrigens nur ganz kurz, weil einer glaubt, das wäre angeboren. Das stimmt nicht, man kann es trainieren. Aha. Wer kann das denn von uns? Mach mal. Du kannst es, du nur. Kannst es, Cindy? Ich kann komm, mach mal. Mal. Ich von dir sehen. Das sieht lustig es. Aus, wenn man es ja, nicht ja, das sieht nicht lustig aus. Okay, du kannst es nicht. Kann. Und du? Nee, mach es. Nicht. Ich kann es auch. Und alter Mann, fossil. Und Sie? Sag mal, muss ich mir sowas anhören? Ja. Aus der Kreidezeit. Mach es, solange du noch kannst. Können Sie es auch? Mach mal. Ich kann es nicht. Also gut, auf jeden Fall ist es also eine Technik, um ein Blasinstrument zu intonieren. Kann man die auch rausnehmen? Ich glaube, die Mundrolle... Wen kann man rausnehmen? Die Zähne. Natürlich, kann man, manchmal kann man Zähne raus... Achso, meine jetzt? Ja, nein. Weil die nein. Also das fest verschraubt. Das Schwierige ist bei... So, also jetzt hier Mundrolle, was ist denn nun? Also die Mundrolle, ich bin... Jetzt Mundrolle, will ich auch oder? Mal was sagen! Mal, die ich Maultrommel. Auch mal was sagen. Eine Mundrolle, was kann der das weiß sagen? Es schon wieder. Nein, ich kann mal noch nicht mal das Falsche sagen. Weil mich keiner lässt. Okay, dann sag ich was. Eine Mundrolle. Ja, was denn jetzt? Eine Mundrolle, dabei. Ich glaube, wir verwechseln den Mund immer mit dem Mund als Öffnung des Kopfes. Ich glaube, es handelt sich dabei um den Mund als Öffnung einer Kanne zum Beispiel. Die Mundrolle ist eine kleine Beule quasi unterhalb eines Gießkannenausflusses, damit das ja. nicht runtertropft. Oder die Mundrolle ist sogar dieses kleine Schaumstoffteil, was man da drunter packt, was Tropfen auffängt. Vielleicht ist die Mundrolle... Ruf dich einfach ins Bild, sonst hört er nicht auf. Echt, mach irgendwas. Nimm ihm den Tee weg. Oder vielleicht gibt es das ja auch bei älteren Menschen, wenn die so sabbern, das gibt es ja dann hinterher, dass die vielleicht so eine Mundrolle hier drunter kriegen, dass die nicht hier alle so voll aber sabbern. Die Grundidee von Hoeker ist nicht schlecht, ist nur falsch bis jetzt. Aber die Grundidee ist gar nicht so übel. Es ist eine Öffnung. Was, es ist was? Das, was unterhalb einer Öffnung von der Teekanne. Wir sind bei der Teekanne? Wo sind wir? Bei der Teekanne? Nee, nein. Bei der Mundrolle. Wir sind beim Ausschütten von einer Flüssigkeit aus einer verdünnten Öffnung, die man Mund vielleicht nennt. In einem Berg, wo eine Quelle ja. rauskommt, ein Flüsschen rauskommt. Und der Geologe spricht von einer Mundrolle, wenn aus einem. Wenn es rausfließt und dann entsteht unten so ein Wirbel oder sowas. Haben wir das? Die Mundrolle? Nein, haben aber wir ich hab's. Ich zeig's euch jetzt. Ich zeige euch, was eine Mundrolle ist, wenn ich sie finde. Da ist sie. Wenn ich hab sie zuweist, bist du richtig. Wenn wir irgendwo, es gibt ja die berühmte Nummer, wo einer reinkommt und sagt, sagen Sie mal, bei Ihnen steht draußen dran Café Togo. Was ist das denn? Der meint aber Café to go. kennt er doch, nicht? Und bei Café to go, das trinkt man alles da, zum Beispiel, wenn man es mitnimmt, aus Bechern. Und diese Becher, jeder Becher ist oben gebogen, weil sonst wäre er scharf. Und das ist, nennt man Mundrolle. Ah, das Teil hier oben. Und insofern darf ich heute, weil Nikolaus ist, gucken Sie mal, was ich habe Geld. Katrin, ich zähle schon mal. 100, 200, 300, 400. 500 Euro habe ich jetzt abgezählt für Sie, Katrin. Und das andere tue ich wieder weg. Und diese 500 Euro werde ich jetzt für Sie zusammenrollen. Weil wir sehen das. Heute eine Geldrolle. Zusammenrollen, werde sie in den Stiefel stecken. Wie geil. So, und Herr diesen Balder? Stiefel... Herr Balder, ja? Können wir mich vielleicht dazu stecken, weil ich bin doch heute ein Schokoladen-Nikolaus. Ja. Sehr schön. Frau
Schraubern sind nur ein bisschen groß. Sie werden da leider nicht reingehen. Es tut mir wahnsinnig leid. Dann stecke ich den Stiefel einfach in meine Tasche und fahre zu Nee, der Stiefel bleibt jetzt hier. Dieser Stiefel ist für Katrin Langanke aus Kastel in Bayern. 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Jetzt gehen wir nach Buxtehude. Buxtehude liegt in Niedersachsen, da wohnt Marvin Hoppe. Marvin Hoppe hat eine wunderschöne Frage. Hört genau zu. Warum waren die Fans sehr erleichtert, nachdem sie in diesem Jahr das erste Türchen des Schalke 04 Adventskalenders geöffnet hatten? Weil da immer noch Kevin Kurani drin war. Ja, ja, das Bild von einem Fußballspieler, wo sie alle dachten, der geht. Ah, oder Charlie Neumann, der Arme, ja. Der ist doch gestorben. Ach nee, aber warum waren die erleichtert? Die wären berührt gewesen. Pass auf, wir machen mal Folgendes. Ich zeige euch den schon mal. Ich habe Angst, dass einer weg ist. Das ja, genau. Ich zeige euch den schon mal. Deswegen sage ich ja Kurani. Das ist der Schalke 04 Kalender in diesem Jahr, 2008. Und nachdem die Fans das erste Türchen geöffnet ich weiß, warum die erleichtert waren. Weil sehr erleichtert. Ich weiß, warum die erleichtert waren. Es gab mal vom FC Schalke 04 einen Adventskalender. Und die Firma, die herstellt, die hat einen Fehler gemacht. Die haben die Türchen geöffnet und dann waren da Bilder von Bayern München oder nee, von einem anderen. Von Werder Bremen, richtig. Ja! Nehmen Sie mal den. Bitteschön. Also, das ist richtig. Also, wenn man diesen Adventskalender von Schalke 04 aufmacht, da war Schokolade drin. Sie haben es in diesem Jahr, das ist der von diesem Jahr, haben Sie es vorgezogen, die gesamte Mannschaft von Schalke 04 vorne abzubilden, damit das nicht passiert, was im letzten Jahr passiert ist, meine Damen und Herren. Das ist der Schalke 04 Kalender vom letzten Jahr. Und die Firma stellte auch Kalender für andere Vereine her. Und wenn man da die Türchen aufmachte, zum Beispiel das Türchen 1, sah man Diego von Werder Bremen. Und so gab es noch mehr Spieler. Es waren nur Spieler von Werder Bremen drin. Und jetzt könnt ihr euch die Schalke-Fans vorstellen, was da los war. Ja. Deswegen waren die Schalke-Fans in diesem Jahr sehr erleichtert. Kein Spieler von Werder Bremen drin. Ja, Marvin, es tut mir wahnsinnig leid. Sie kriegen leider kein Geld. Dafür hat Frau von Sinnen jetzt ein... Ich weiß auch gar nicht, woher ich das wusste, ob wir das nicht schon mal bei Genial daneben hatten. Nein, das hatten wir noch nicht. Das wüsste ich, das hatten wir noch nicht. Okay, dann wusste ich es einfach so. Ja, gut. Also, ich meine. Gibt es die Firma eigentlich noch von den Adventskalendern? Würde mich jetzt mal interessieren. Ich glaube nicht, oder? Ich hätte nur der Designer gewechselt. Der Designer. So. Ich weiß es nicht. Ich weiß so, dass unsere Redaktion diesen Adventskalender für teures Geld bei eBay ersteigert. Ich wollte nämlich gerade sagen, das ist doch ein Kultobjekt. Ja, wir werden ihn auch für noch teures Geld verkaufen, weil wir brauchen alle Geld, wie wir wissen. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie eine schöne Frage zu Hause haben, können Sie uns die schicken. Und ich darf Ihnen mal etwas sagen. Wir kriegen immer wieder Fragen, ob denn man auch eine Frage dann zweimal anschicken kann. Also nicht die gleiche, sondern auch eine andere. Und ob man vielleicht bei uns auch zweimal gewinnen kann. Oder dreimal gewinnen kann. Oder viermal, natürlich. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns einfach die Fragen. Ganz egal, wie viele. Sie können auch einmal gewinnen bei uns. Sie können auch zehnmal gewinnen. Es kommt immer darauf an, ob Sie rankommen. Genial daneben, 50616 Köln, unsere Postadresse 01378 1020, unsere Telefonnummer. Oder eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Oder Sie machen es wie Vanessa. Vanessa Schlimbach aus Itterbeck. Kommt von weit her. Vanessa ist heute bei uns. Wo sind Sie denn? Vanessa, wo denn? Dort. Da ist Vanessa. Ich freue mich sehr. Bin immer gespannt, ob es jetzt 500 Euro gibt und einen Stiefel auch. Vanessa möchte wissen, was ist ein Pfeiltrenner? Ein Pfeiltrenner? Ja. Ein Pfeiltrenner. Beim Holzhacken? Irgendwie fällt mir gerade so ein Pfeiltrenner. Holzhacken. Ihr Lieben, soll ich euch mal was sagen? Ja. Ich weiß es. Nee. Du hast doch die Lösung auf der Karte. Nein, habe ich nicht. Weil Sie es wissen? Ja. Brauchen Sie es noch nicht mal vorlesen? Ich weiß es. Okay. Ach, kriegen Sie dann auch ein Stiefelchen dann jetzt? Dann hat es sicher mit Herzschritt machen. Nein, ich nicht. Ja, ja, nee, nicht klar. Herzschnitt ist ja mein. Oder Scheidung. Ja, kann auch sein. Also, Pfeiltrenner. Ja, genau. Was heißt denn das im Straßenverkehr, wenn Pfeile auf dem Asphalt gemalt sind? Und die Spuren sich trennen. Vielleicht ist wirklich der Pfeiltrenner einfach nur ein besoffener Amor, der in die falsche Richtung geschossen hat.
Nein, das ist Robin Hood. Der hat doch diesen Pfeil in der Mitte gespalten, einen Pfeiltrenner. Stimmt. Eine berühmte Geschichte. Ja. Hat es denn im obligatorischen, ich weiß nicht, was obligatorisch bedeutet, höre mich aber wahnsinnig intelligent an, das färbt auch ein bisschen von links ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Pfeiltrenner, hat das irgendwas mit Pfeilen, die man schießt, zu tun? Hat es was damit zu tun? Es könnte, dem Namen nach schon, aber ich glaube nicht. Da haben Sie recht. Vielleicht ist es so ein Tortentrenn-Ding. Also ich bin jetzt kurz beim Darts. Die Dart-Pfeile. Was? Tortentrenner Käse. Es gibt pfeilartige Käsetrenner, die legt man in den angeschnittenen Rundkäse rein. Die schießt man in den Käse. Nein. Jetzt konzentrieren Sie sich ein bisschen. Auf wen? Das Jahr geht zu Ende, aber die Sendung ist noch nicht vorbei. Dort legt man einen pfeilförmigen Trenner in den Käse hinein, der macht und passt sich an die offene Schnittfläche an, damit die nicht austrocknet. Geht das auch bei Gouda? Gut. Da hat der denn so Löcher drin, damit da ist ja auch Löcher im Käse drin. Oh Gott, aber nicht bei Gouda. Gouda hat keinen? Nein, Gouda keine Löcher. Wir kommen aus dem Osten, wir hatten nichts. Ich weiß nicht, ob da... Sieht immer die Nummer. Funktioniert immer. Also, ich gehe noch mal kurz auf die Dartspfeile zurück. Die Dartspfeile kann man ja so aufschrauben, um den Popo auch zu erneuern. Wen muss man die Federn? Ja, der Dartspfeil hat doch hinten die Federn. Und wenn die räudig sind oder wenn die verletzt sind, dann macht man sich neue Federn. Wer ist räudig? Die Pfeile? Nein, die Federn. Ach, die sind ja mitgenommen nach vielen Turnieren. Und da kann man sich ja neue, die Spitze bleibt ja vorne, dieses Metallstückchen bleibt ja, dann kann man diese auseinanderschrauben. Ja. Kann einen neuen Federpopo hinten reinschrauben. Federpopo. Und dann könnte man ja das Teil, womit man diese Pfeile eben auseinanderschrauben kann, könnte ein Pfeiltrenner sein. Mhm. Aber vielleicht ist es dieses Teil, wo man die Pfeile so reinlegt, da ja manche Dartpfeile, die sind ja auch manchmal auch teuer, sind die an so einem Kästchen und sind immer so unterteilt. Ja, das kommt wahrscheinlich von der Mülltrennung. Wir machen ja auch Mülltrennung. Nein, ist das richtig? Und wenn die Pfeile kaputt sind, werden die getrennt aufbewahrt. Also das eine dahin, das andere dahin. Das ist eine Art Mülltrennung bei kaputten Pfeile. Ja, man hat ja auch viele Pfeile zu Hause, die man ja auch laufend dann auch entsorgen muss. Ja, ich habe ja auch ganz viele Pfeile. Und es sind auch nicht im Kescher oder wie heißt es? Köcher, wenn die Indianer viele... Im Keller. In der Rolle drin. Wie heißt das? Köche? Rolle. Also der Indianer an sich hat ja was auf dem Rücken, wo er die Pfeile rauszieht. In der Küche. Und damit er sich nicht immer zwei auf einmal greift, sind vielleicht Pfeiltrenner in dem Köcher. Heißt es Köcher? Hilf mir mal. Ich glaube, Köcher. Danke. Danke. Wenn ich sie nicht hätte, hätte ich jetzt noch 10 Minuten als Sitzzeit. Ja? Das ist ja. Danke. Hat das denn jetzt irgendwas mit diesen Pfeilen zum Schießen eigentlich zu tun? Oder ist das jetzt aus der Maschinerie, dass das irgend so ein Maschinenteil ist, wenn irgendwo was runter sagt, dass das Ding trennt und dann nennt man das Pfeiltrenner? Soll ich dir was sagen? Ist falsch. Weder noch. Ich glaube, es kommt vielleicht aus der Sprachwissenschaft. Und zwar, wenn man Lautschrift... Ich fühlte mich kurz bedroht, dann war es wieder vorbei. Dieter Nuhr ist ja auch ein Meister der Pantomime. Ja. Er hat gerade den trinkenden Mann gespielt. Natürlich. Und zwar bei der Lautschrift werden ja bestimmte Silben mit einem kleinen Pfeil von oben getrennt, damit man weiß, wo, wann, wie etwas angesetzt wird. Was spielt er jetzt gerade? Bis jetzt spielt er den trinkenden Mann, aber er vertut sich. Das ist die eine Möglichkeit, wo keiner zugehört hat, kann ich direkt mal mit der zweiten Möglichkeit weitermachen. In der Musik, es werden bestimmte Takte, Töne irgendwie voneinander... Gibt es noch eine dritte? Nein. Ich wäre dann im Schreibwarenladen. Es gibt selbstklebende... neonfarbene und gelb- und pinkfarbene Pfeile, also Zeigepfeile, die man auf wichtige Dinge in Manuskripten kleben kann, um den Fokus darauf zu setzen. Und vielleicht ist das in dieser Rolle der Trenner, damit man die gut abziehen kann von der Kleberolle. Ist das jetzt ein Pfeiltrenner oder Pfeil? Pfeile? Trenner oder Pfeil? Pfeil. Das hat er aber für seine Verhältnisse die ganze Zeit schön ausgesprochen. Was hab ich? Immer Pfeil gesagt. Ich hab immer Pfeil gesagt. Ja, für meine Verhältnisse habe ich das. Von links kommt ja manchmal auch so Zeug, wo Pfeil. Ich ja nicht mehr alle registriere. Ja. Also es ist keine Nagelpfeile. Ich finde, du hast die Leute hier jetzt wirklich oft genug erwähnt. Tut mir leid. War doch nicht klatschen jetzt. Ja. Da würde ich jetzt drauf hören. Pfeiltrenner. Trennt der Pfeil oder wird der Pfeil getrennt? Das ist die Frage. Das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Aber das wissen Sie zwar immer noch nicht weiter, aber meine ursprüngliche... Was glaubst du? Dass es ein Pfeil ist, der etwas anderes trennt. Ja. Und dass sie im Schreibwarenhandel schon mal ganz richtig ist.
Ich glaube, das Erstere könnte klappen, das Zweitere nicht. Und ganz am Anfang meine Assoziation mit dem Straßenverkehr war auch schon falsch, mit auf Asphalt gemacht. Na, das war nicht nur falsch, das war ganz falsch. Ganz falsch. Wo der Pfeiltrenner ist, so ein Schussgerät, ich bin jetzt immer noch beim Holzfällen, der in den Baum rein gesemmelt wird und dann das antrennt. Dann fällt der Baum auseinander, oder was? Nein, um irgendwas ist das so, was Holzbauarbeiten mäßig. Was macht denn der Baum? Also ein Keil, das ist ein Keil. Nein, nicht ein Keil, sondern so ein Pfeil, den schießt man rein. Und dann? Um dann, ein Ergebnis zu erzielen. Ein Ergebnis zu erzielen. Schön. Was? Um etwas zu spalten. Was spaltet man denn? Holz. Nein. Die auch Rinde, keine Persönlichkeit. Die Rinde? Menschenmassen wahrscheinlich. Die Rinde? Fallen nach rechts, fallen nach links. Die Rinde? Welche Rinde? Na, die Baumrinde, hallo. Also seid ihr immer noch beim Holz? Ja. Bin ich schon längst weg. Aber das finde ich doch gut, Menschenmassen. So Phantasialand, Phantasialand, ja. Euro Disney. Falltrenner. Falltrenner, genau. Die eine Schlange geht dahin, die andere dahin. Müsste Hoeker ja wissen, er hat ja mal freien Eintritt. Man muss nur ab einem bestimmten Alter in der Schlange anstehen, sonst darf Mama mit mir auf dem Arm bis nach vorne durchgehen. Hat das was mit der... Hat das was mit der Ampelschaltung zu tun? Was grüner denn? Pfeil? Ah! Der grüne Pfeil, wenn Sie so machen, weiß ich, dass ich falsch liege. Und eines Tages werde ich reich und berühmt sein und dann komme ich aber, Alter, und fresse die ganzen Dinger da leer. Könnte ich aus, ich hasse sowas weg. Ist so, Pfeiltrenner, also. Es sieht nicht so gut aus für euch, momentan. Ist der Pfeiltrenner irgendwie so Herren links, Damen rechts? Hab ich doch gerade gesagt. Hast du gerade gesagt? Dann bin ich im Lexikon. In einem Lexikon, wenn es da neue Stichworte in einem anderen Artikel gibt, dann werden ja oft Pfeile davor gemalt. Stimmt, nach dem Motto weitergehen. Das trennt quasi das Wort heraus aus dem alten Artikel. Aber es hätte mit Lesen zu tun. Finde ich sehr gut. Oder im Computer. Da gibt es doch viele Tastaturen. Ich habe vor kaum einer Woche einen kleinen Computerkurs mitgemacht, weil ich bin ja Oma Duck und ich kenne mich ja mit nichts aus. Wissen Sie, dass es da eine ganz schöne Taste gibt, die heißt Entfernen. Und ich nenne sie liebevoll die Balder-Taste. Das stimmt wirklich. Und das wird im Computer, da gibt es nämlich auch ganz viele Pfeiltasten. Und da kann man nämlich Sätze und Absätze trennen und so. Das ist auf der Computertastatur, Herr Balder. Ich bin in der Chirurgie. Lass ihn sagen ja. Sagen Sie jetzt sagen ja. Sie ja. Zwinge mich schnell. Ich will einen zweiten Stiefel. Sonst habe ich es vergessen. Entfernen. Ich bin in der Chirurgie, dass das vielleicht irgendwie Ärzte verwenden, um irgendwelche Knochen zu... Ich bin immer beim Spalten, ich höre mich makaber an, aber irgendwas wird zerhackt oder irgendwie gesägt oder irgendwas getrennt oder... Es wird doch getrennt, ja, das ist richtig. Nein. Deswegen heißt es ja Pfeiltrenner. Stammt es vielleicht aus dem Bestattungswesen? Oh. Oh, jetzt sehe ich weg. Jetzt wird's. Wie sind denn Pfeiltrenner beim Bestattungswesen? Ja, dass man vielleicht die Särge maschinell in so Städten, wo also viel gestorben wird, sagen wir mal. München. Viel alte Industrie, sagen wir mal. Irgendwo im alten England, wo auch noch ziemlich schlechte Abgase sind. Da sterben viele Leute und dann wird das... ich bin irgendwie ganz woanders. Ich war immer noch beim Spalten von Knochen und so. Ich habe noch eine Frage, Herr Holger. Übersetzen Sie das jetzt gerade für Hörgeschädigte? Nein. Ich habe nur gerade eine Idee. Ah. Und zwar bin ich bei einem Förderband, was läuft und das ist eine pfeilförmige Vorrichtung, die Waren trennt, in zwei verschiedene Richtungen laufen lässt oder sowas in der Art. An der Kasse. Das gibt's ja beim Einkauf, im Supermarkt. Das Teil, was die immer hin und her. Ich muss mal ganz kurz in das freudige Gesicht von Vanessa gucken. Ist alles falsch? Nein. Du weißt, sag's doch einfach. Na, ich sag's euch. Ich kann's euch sagen. Pfeiltrenner. Was mich wundert, ist, dass du das weißt. Ich weiß es. Also nicht, dass mich wundert, dass du etwas weißt. Ne? Aber das muss, hat das was mit Musik zu tun? Ich werde euch sagen, warum ich es weiß. Ich müsste länger ausholen, ich mache es aber kurz. Das hat was mit Tutti Frutti zu tun. Nein. Flugzeug. Flugzeug. Warum weiß, können wir Hunde das auch wissen? Als ich noch jünger war, das war lange vorm Mann, das kann doch aber auch keiner wissen, ey. Aber oh Gott, Plattenspieler!
als ich noch jünger war. Das ist ja was im Krieg, irgendwas im Krieg. Der hat ja noch vom Zweiten Weltkrieg. Ja, vor welchem jetzt? Napoleonisch 30 Woodstock! Da war ich noch, glaube ich, in der Grundschule oder schon in der Oberschule, ich weiß es nicht mehr genau, und hatte einen Freund in meiner Klasse, den gibt es immer noch, Bodo Lehmann, heißt er heute noch. Und lebt er noch? Die Mutter von Bodo war Schneiderin und ich habe mir von der Mutter immer meine Jeans enger nähen lassen, weil ich damals noch dünner war als heute, bis sie irgendwann zu mir sagte, komm, das kannst du doch selber. Und dann habe ich nähen gelernt, deswegen weiß ich, was ein Pfeiltrenner ist. Ach, das rührt mich jetzt, Herr Baller. Ja, mich auch. Ein Pfeiltrenner ist ein kleines Gerät, ungefähr so groß, und hat eine lange Spitze und eine kurze Spitze. Stimmt. Und die lange Spitze hat einen Pfeil vorne dran. Damit trennt man Nähte auf. Das ist ein Pfeiltrenner. Vanessa, nicht nur 500 Euro, Sie kriegen auch noch einen Stiefel. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Hast du Geld? Nee. Dann gebe ich dir das auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nimm es einfach so. Bitteschön. So. Machen Sie ruhig weiter, Vanessa kriegt jetzt Geld. Ja, sie kann das was sagen. Sehr schön. So. Ja, sehr ist gut. Ist eigentlich unter der Mandarine noch was drunter oder ist da Styropor drin in dem Stiefel? Ich glaube, ich will in den Joghurtbechern. Aber ich glaube, das ist ziemlich voll mit Nüssen. Mit ich alten Nüssen, damit kennen wir uns ja. Also mich hat das jetzt ja wirklich sehr gefreut. Aber was ich eine Unverschämtheit finde, Sie erklären das, das freut mich ja auch noch, der ganze Block hier. Während der ganze Zeit so, keine Ahnung. Und dann die Antwort. Ja. Ich finde das sehr schön, so muss das sein, Ruhige. Ich glaube, keinem von euch auch nur einen Kopf nicken. Nee. So, machen wir weiter. Gehen wir mal zu Wolfgang Ritter. Wolfgang Ritter wohnt in Freiburg. Und Wolfgang Ritter möchte wissen, was ist eine Kreiseltochter? Ich glaube, keiner sagt was. Und? Wisst ihr das? Eine Kreiseltochter? Ja, eine Kreiseltochter. Tochter. Eine Kreiselt? Kreisel. Kreisel. Die Brummkreisel. Kreisel. Das kommt vom Flaschendrehen. Wieso? Das kommt nach dem Flaschendrehen. Nach dem Flaschendrehen, ja. Das ist die Tochter, die immer gewinnt. Beim Flaschendrehen. Die hat dann nichts die mehr an. Die kreist sozusagen, die immer ausgewählt wird. Genau. Die wird immer ausgewählt. Beim Flaschendrehen darf man sich ja aussuchen, wen man küsst in der Runde. Ja. Und die von allen ausgewählt wird, das ist die Kreiseltochter. Ich durfte sie mir nie aussuchen. Hallo, beim Flaschendrehen, da darf man doch nur den küssen, wo die Flasche dann drauf ist. Ich hatte nur gerade eine Vorstellung. Natürlich. Wie habt ihr das denn in Düsseldorf gespielt? Ja, genau. Auf den die Flasche... Ey, ich was seid ihr denn für Pussys? Was sind das denn für neue Spielregeln? Super, total langweilig. Auf den die Flasche zeigt, der darf sich aussuchen, aber was macht er dann nicht? Da wird so, man können gezwungen. Wir mal zum Thema zurückkommen. Kreiseltochter möchte ich gerne wissen. Ja. Das ist wieder gemein, wenn man mit seiner Tochter so ein macht. Das ist doch auch nicht schön. Natürlich ist das dann die ganze Zeit um sich selbst. Das ist es ja auch gar nicht. Das ist es nicht. Die Kreiseltochter. Es gibt, ich glaube, ich bin in der Astronomie. Okay, haben Sie Durst? Nein, aber ich muss mich beschäftigen, damit meine Hände keine willenlosen Bewegungen machen, währenddem ich... Sehen Sie, jetzt habe ich aufgehört. Also, das Problem ist, ich bin in der Astronomie und ich glaube, es handelt sich dabei um, es gibt irgendwie Mutterplaneten oder Muttersterne und es gibt Tochtersterne. Und eine Kreiseltochter ist eine Tochter, die sich wegen mir noch um sich selbst drehend umkippen, wenn sie zu langsam wird. Das ist mir völlig egal. Vielleicht spielt sie auch Halleluja. Auf jeden Fall dreht sie sich dabei um einen Mutterstern, einen Mutterplaneten oder etwas dieser Art. Herr Balder, Sie sind dran. Wissen Sie es oder müssen Sie es ablesen? Etwas was dieser Art? Astronomie. Es hat falsch. Was mit... Dann ziehe ich eher sowas, es gab doch früher in diesen Grammophonen, wenn man da so, da gibt es ja auch diese Kreise, die sich so drehen und die ja quasi die Geschwindigkeit bestimmen. Und vielleicht ist die Kreiseltochter eines von diesen Gewichten. Wenn wir aber nicht in der Astronomie... richtig? Bitte? Herr Appelt, richtig? Ich habe gerade nicht zugehört, worum ging es denn? Ach, das war... Aber wenn wir nicht im Himmel sind, sind wir vielleicht im Meer. Es gibt doch auch, oder in Flüssen, es gibt doch auch... Kreisel im Wasser. Strudel. Und vielleicht Strudel eigentlich. Ja, ja. Ne? Aber egal, ich sag trotzdem, eine Kreiseltochter ist etwas, was sich im Wasser parallel ausbildet, als kleineres Phänomen. Wo sind wir, Frau von Sinn? In einem Ozean. Mittendrin. In einem Fluss. In einem Fluss. Unter dem Meer. Unter, ja, also unter auch. Also wir sind auf jeden Fall wir sind in fließenden, oder in stehenden Gewässern, im Gewässer. Ja. Es gibt also eine Kreiseltochter, gibt's in Flüssen, im Strom. In Flüssen weniger. Okay, aber in Seen. Weniger. Im Meer, im Ozean. Ja. Eine Kreiseltochter im Meer. Okay, das ist jetzt so ein gut. Strudel und die Tochter von dem, was daneben strudelt. So.
Also so ein Ding da, wo Leute reingezogen werden in manchen Filmen, so wenn so mehr Filme. Da gibt es dann einen großen Strudel? Ja, und dann gibt es so kleine Ableger, so quasi so. Aber wahrscheinlich gibt es aber auch Kreiselmütter. Also es wird Kreiselmütter geben, die sind die Hauptverursacher von Stromstrudeln im Ozean. Gibt es vielleicht, es gibt oder es sind Windhosen. Windhosen vielleicht? Also ist es beides? Ist es ein Phänomen von... Aber wir sind ja am Meer. Ja, ja, aber da gibt es ja auch Windhosen. Stromtechnik, aber auf jeden Fall. Strömungen. Das ist soweit falsch. Schiffe, natürlich, Kreiselschifter. Schiffschraube. Nein, Schiffsverband. Wir haben einen großen Marineverband und die Kreiseltochter ist ein kleines Schiff, das um das Mutterschiff herumkreist, weil sie irgendwas anderes sucht. Leute auffischt, die auf der linken Seite runterfallen und rechts wieder auftauchen und so eine Scheiße. Ist doch und aber die Beiboot, kreiselt, oder? Und die, ja, das nennen die aber Kreiseltochter. Okay. Ich habe heute Dienst in der Kreiseltochter. Okay. Und dann fährt die in die Kreisel, die Tochter des Mutterschiffs kreiselt um den Verband oder um das einzelne Schiff herum. Das ist ja im U-Booten. Falsch. U-Boot, was ist denn diese, aber das diese Thema so ist schon gar nicht mal so üblich. Torpedo, was ist denn mit dem Torpedoantrieb? Vielleicht ist das ja so eine sogenannte Kreiseltochter. Torpedoantrieb? Ja, das ist immerhin so eine Schraube, so eine kleine... Das ist ziemlich schnell, ne? Ja. Und die ist sehr... Wo ist die Kreiseltochter? Das weiß ich doch nicht. Ach so. Sind wir auf... Nein. Sind wir an Schiffen dran? Also am Schiff vielleicht die Schiffsschraube und dann daneben rechts und links sind kleinere Schiffsschrauben, ist die Kreiseltochter? Nee, ist die kleine Schiffsschraube. Ja, ist doch gut jetzt. Wir sind aber um Schiff. Die Schiffsschraube? Ja. Ja. Das ist aber ein... Wo sind wir? Was? Am Schiff. Wir sind beim Schiff. Wir sind auf dem Schiff. Also nicht nur mit Wasser, auf beim dem Schiff. Schiff. Ah, auf handelt Schiff. Es sich vielleicht, es gibt auf dem Schiff noch den Kreiselkompass. Vielleicht gibt es einen kleinen Kreiselkompass, der muss noch lernen. Der geht noch in den Kreiselkompass-Kindergarten. Ich glaube, dass das vielleicht ein großes Ziel gibt. Kreiselkompass. Wir sind beim Kreiselkompass und die Kreiseltochter ist was etwas... Was ist denn die Kreiseltochter? Die ist da drin. Die ist nämlich noch nicht geboren. Die ist noch... Kreiselkompass ist sehr gut, aber so. Was ist die Kreiseltochter? Die kleine Nadel, da gibt es große Nadeln drin und eine kleine Nadel. Das ist die Kreiseltochter. Was macht denn die kleine Nadel? Die dreht dagegen, damit das Ding stabil bleibt. Also das heißt, du hast immer einen Kreisel, der sich dreht, aber das wird dann instabil. Und die dreht sich quasi dagegen. Aber wenn da zwei Nadeln drin sind, weiß man doch gar nicht, wo man ist. Vielleicht ist sie dafür zuständig, dass der nicht auf Magnetismus reagiert. Pegelt es aus. Oder wenn er ausfällt, wenn die große Nadel ausfällt, ist die kleine Nadel noch da, die nicht ausfällt. Nee, Kreiseltochter. Kreiseltochter. Wir sind nah dran. Ist das einfach das Rädchen um den Kompass? Kreiselkompass stimmt. Aber was ist die Kreiseltochter? Eine träge Masse, die verhindert, dass der in Bewegung gerät. Volker, was ist denn ein Kreiselkompass, wenn Herr Balder auch gerade sagt, dass er Magnetismus nicht... Ich habe die ganze Zeit Angst, dass er einer nachfragt, weil den Wikipedia-Artikel habe ich noch nicht ausgelesen. Ein Kreiselkompass ist ein Kompass, in dem ein Kreisel aufgehängt ist. Deswegen heißt was? Der was? In dem ein Kreisel aufgehängt ist. In dem ein Kreisel? Ja, deswegen heißt er Kreiselkompass. Was ist denn dieser ein Kreisel? Dreht sich immer parallel zur Erdachse, so im Gegensatz zu einem magnetischen so Kompass. So wie so ein Brummkreisel. Ja, und wenn der ausfällt, hast du einen Kreisel. Parallel zur Erdachse. Und der ist dafür da, um die Schräge rauszukriegen. So, damit weißt du, wie das Schiff kränkt. Also, jetzt Kreiselkompass. Was ist die Kreiseltochter? Noch welche, die Kreiseltochter ist vielleicht ein kleines Ding, was eine Gegenrichtung... Ist das die Aufhängung, beziehungsweise nein, ist das der Stab, auf dem der Kreiselkompass aufgelegt ist? Nein, das ist der Stab, auf dem der Kreiselkompass... Der Kreiselkompass ist innen drin der Kreisel, der sich dreht. Und die Kreiseltochter dreht sich nicht. Die biegt sich mit, sodass man direkt ablesen kann, wie schräg das Ding steht. Das ist soweit falsch. Die Kreiseltochter ist das Ding, wenn das große ausfällt, dass das auch da ist. Also das anzeigt. Ich werde es euch sagen. Nein. Ich rieche die Mandarine schon. Ich sag's euch, also was ein Kreiselkompass ist, habe ich ja eben erklärt. Und dieser Kreiselkompass, es geht also um größere Schiffe, die haben Kreiselkompass. Und der befindet sich meist im Inneren eines Schiffes, der Kreiselkompass. Ist so. Und damit man auch an anderen Stellen im Schiff die Koordinaten des Kreiselkompasses auswerten kann, führen Datenleitungen zu Anzeigeninstrumenten, die überall im Schiff verteilt sind, wo man gerade steht. Den Kreiselkompass nennen Seeleute Mutterkompass. Und ein zusätzliches Anzeigeinstrument wird als Tochter bezeichnet, also Kreiseltochter. Nah dran, hat nicht geklappt. So, Wolf, Moment. Ja Moment, meine Damen und Herren, lassen Sie mich so mal ganz kurz das hier erzählen. Ja, ja, Bring mal dem Höckerchen die Mandarine. So. Und jetzt sage ich in diesem Falle, ich muss das alles noch schön rollen. So, meine Damen und Herren, und jetzt können Sie klatschen. Wolfgang Ritter aus Freiburg, 500 Euro für Sie. Gratulation. Meine Damen und Herren, wir begrüßen jetzt ganz herzlich zu Hause Lutz Scherfig. Er wohnt in Lorch. Das liegt in Baden-Württemberg, Lorch. Und Lutz möchte wissen, was ist eine Verkehrszeile? Eine Verkehrszeile? Ja. Eine Verkehrszelle, mein Fehler. Zelle.
falsch gelesen. Ach so, Verkehrszelle. Auch erleichtert. Das ist viel einfacher. Eine Verkehrszelle. Super, klar. Was ist ein Verkehrszeichen? Scheiße. Eine Verkehrszelle, das ist das Ergebnis von Ei und Samen. Verkehrszelle. Verkehr, Samen, Ei, Zelle, ich Embryo, glaube, Baby, ich glaube, alter Mann. So hat Frau von Sinn eben in 4 Sekunden ein komplettes Leben beschrieben. Ja. Wunderbar. So. Ich glaube, Verkehrszellen sind bei der Polizei oder in Gefängnissen die Zellen, die nicht zur dauerhaften Belegung gebraucht werden, sondern wo du reinkommst, zum Beispiel, wenn du nach der Sendung randaliert hast oder... Nee. Die dürfen ja im Knast auch... Da kommt, und dann gibt es die sogenannte Verkehrszelle, da dürfen die dann rein und dann ist gut. Ja. Da hängt auch eine rote Lampe drin. Sicher. Und ein großes Kissen. Natürlich. Bitte nicht stören, steht draußen. Ganz wichtig. Guck mal, die prosten sich schon zu, ja. Ich fand die Lösungsidee total gut. Hat die Verkehrszelle was mit Straßenverkehr zu tun, wo Leute hingehen, wenn irgendwas ist, wo sie rinkloppen und dann kommt einer und da ist der Standort und die wissen, wo sie hin sollen? Es gibt doch diese roten Zellen, ne, diese Bösewichte. Telefonzellen. Ja, gibt's auch. Gelb. Ne, aber wahrscheinlich gibt es Verkehrszellen, das sind Verkehrsterroristen. Ne, man sagt dann, das sind so die Dauerdrängler. Das ist wahrscheinlich eine Vereinigung. Wir sind die Verkehrszelle. ADAC zum Beispiel. Spricht man nicht auch bei Strom irgendwie von Zellen? Spricht man nicht auch? Ich weiß, warum wir nicht drauf kommen. Warum? Weil wir keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Da werden doch oft, gibt es doch so Waben, das sind so verschiedene, die warum nennt man Zellen. Sie können ja frei fahren. Herr Balder, Sie verstehen das nicht. Wenn wir beide zusammen fahren, fahren Sie umsonst. Ich bin die Begleitperson. Verkehrszonen. Und da gibt es, das ist sogar in Düsseldorf so, da gibt es so Waben, wo man in verschiedene Zellen und man muss pro Zelle bezahlen. Und das nennt man eine Verkehrszelle, wo der öffentliche Personennahverkehr hindurch zählt. Also sind wir in einem fahrbaren Teil? In einem öffentlichen Verkehrsmittel. Wir sind vielleicht auch auf dem Bahnsteig. Was machen wir da? Einsteigen. Und dann wären wir da, wo Sie gerade waren, nur in der richtigen Reihenfolge. Wir müssen ja erst warten, dann einsteigen. Wenn wir erst einsteigen und dann warten, warten wir da, wo der Bus noch hinfährt. Früher nannte man Was hat der Mann? Was macht der? Warum geht es ihm immer so schlecht? Nein, Verkehrszelle ist ein schöner Begriff. Früher nannte man sowas einfach Bahnabteil. Nicht? Also das ist früher sagte man Bahnabteil. Ja, das ist ja sowas Enges, Eingesperrtes. Mhm. Aber ich würde mich mal von diesen einfach... Es hat nichts mit bewegenden Elementen zu tun. Es hat was damit zu tun, auch, aber jetzt nicht das. Aber hat Zelle was mit Strom und mit Licht zu tun? Hat es das? Und zwar der Gestalt, dass es sich dabei, nämlich um eine Verkehrszelle, die bei der Bundesbahn benutzt wird, bevor ein Zug, also die ganzen Bahnstrecken sind in verschiedene einzelne Zellen aufgeteilt. Und bevor ein Zug. Ich glaube, Kopfschmerzen. Und bevor ein Zug in die nächste Zelle einfahren darf, muss die übernächste Zelle frei sein, aus Sicherheitsgründen. Und das nennen die bei der Bundesbahn nennen die das Verkehrszelle. Das ist eingeteilt. Es soll an Nikolaus keine Gewalt geben, aber ich gehöre wirklich. Das sind so. Ich habe den Anfang des Textes vergessen. Ich hab den Anfang von dem Satz jetzt vergessen. Du hast von einer Stunde angefangen, habt das jetzt vergessen. Okay, aber da sind wir also im Prinzip mit unseren Assoziationen in Richtung Geschlechtsverkehr richtig gewesen. Und es hat was mit Tieren in einem Labor zu tun, die zusammengeführt werden. Ich würde lieber werden. Mal bei dem anderen Verkehr bleiben. Also bei dem Traffic-Verkehr. Traffic, ja. Also schon Straßenverkehr. Wir sind in der Verkehrsforschung. Es gibt ja, tut mir leid, dass ich wieder darauf herumreite. Ich habe du quatschst so viel. Kriegst du im Sommer eigentlich einen Sonnenbrand auf der Zunge? Es ist schlimm. Der ist anstrengend, oder? Sag doch auch mal was. Oh, ey, der macht mir, ich kann mich ja nicht konzentrieren. So, also, wo waren wir? Ja. Die Verkehrszelle ist der Hauptpunkt, wo Leute, Busfahrer oder so drin sitzen und diesen Bahnverkehr regeln, diesen Zugverkehr regeln, das ist die Verkehrszelle. Da sitzen die drin. Im Gegensatz zur Fahrgastzelle. Da sitzen die nicht drin. Da sitzen die Fahrgäste drin.
gibt es im Bus auch eine Zelle, wo alle drin sitzen, die keine Fahrgäste sind. Nämlich der Fahrer und der Schaffner. Und? Plus die Bakterien, die er mit sich rumträgt. Keine Ahnung. Ich bin beim Autoverkehr. Stauforscher teilen den Verkehr in einzelne Zellen auf, wo Verkehr hineinfließt und Verkehr wieder hinausfließt, um auf diese Art und Weise Stauvorhersagen zu machen oder Prognosen über den Verkehrsfluss in der örtlichen Anliegerstraße zu erstellen. Das Ganze wird Verkehrszelle genannt, weil man genau dort, nämlich dann vereinfacht in Modellrechnungen, Verkehrsfluss messen kann. Das ist soweit falsch. Auch nicht schön, ja. Es wird nicht besser, wenn man länger... Ist denn die Verkehrszelle diese Örtlichkeit, wo Leute den Verkehr regeln, die da drin sitzen? Ob es jetzt Straßenbahn, U-Bahn? Nee. Ich sag's euch. Mann. Jeder Stadtteil. Willst du was ab von deiner Mandarine? Jeder Stadtteil. Ja. Ich glaube, das Hemd... Jeder Stadtteil ist eine sogenannte Verkehrszelle. Eine räumliche Zelle, für die eine Prognose in Sachen Verkehrsentwicklung abgegeben werden soll. Zum Beispiel, wie viele Autos suchen in diesem Bezirk in den kommenden Jahren einen Parkplatz? Nein, 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 nicht diesmal. Müssen neue Parkhäuser geplant werden und so weiter. Ein städtebaulicher Abschnitt, für den solche Hochrechnungen angestellt werden, heißt Verkehrszelle. Sehr interessant. Und ich konnte die Lösung nicht sagen, weil der andauernd dazwischen quatscht. So sieht's aus. Leider. Also, Lutz, passen Sie mal auf. Gucken Sie mal. 1, 2, 3, 4, 5. Roll ich jetzt für Sie zusammen. Sie sitzen jetzt schön zu Hause in Lorch in Baden-Württemberg. Und ich glaube, der ist noch frei. Sag mal, Lutz Scherfig aus Lorch, 500 Euro für Sie. Gratulation. Für Sie. So. Nicht anbieten. Nee, es ist ruhig herum. Nee, ich möchte nicht. Eine Mandarine, die durch so viele Hände ging. Ich frage mich wirklich, ob ihr euch das traut, die Redaktion, diese Stiefelchen mit der Kohle zu verschicken, weil doch jeder Postbote demnächst bei dem Absender genialer... Frau von Sinn, wir werden die Stiefel natürlich nicht mit der Kohle verschicken. Die Kohle wird überwiesen und der Stiefel wird ein symbolischer Akt. Ein symbolischer Akt. So. Danke. Eine Frage haben wir noch, viel Zeit haben wir nicht mehr, aber vielleicht geht's schnell. Könnten Sie mit Ihrer Autorität vielleicht Herrn Nur dazu bringen, mir den anderen Teil der Mandarine zu geben, wenn er... Er hat gefragt, ob wir sie teilen sollen. Ich habe ja jedem, gesagt, aber ich habe es anders hat, ne, Herr Hohecker? Man muss hast du jetzt nichts von der Mandarine abgekriegt? Doch, die hat die Schale. Also ja, nur so geht's wirklich nicht. An dem Stück kaut er ja wieder auch eine halbe Stunde. Sehr interessantes Experiment, finde ich, passt zur Weihnachtszeit, wenn man eine Kerze angemacht hat und macht Schale dann so. Anzündet. Nicht, ja, nein, 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 nicht alles gleich ins Feuer werfen. Ja. Man macht sie nur hin, dann gehen kleine Funken, fliegen von der Mandarinschale weg, weil die ölhaltigen Zellen platzen. Und die Telefonnummer von der Feuerwehr ist. Kinder jetzt nach Hause sitzen und das anbrennen. So, ihr Lieben, also wir haben noch ganz wenig Zeit. Schnelle Frage, schnelle Antwort. Christian Krause wohnt in Hamm, möchte wissen, was die Jeans-Krankheit. Die Jeans-Krankheit? Ja. Das ist ja einfach. Das heißt, du bist doch aus dem Osten, du kennst das doch. Nee, aber das weiß man doch wirklich. Das ist ein schöner Tag zum Sterben. Ja, nee, von und so. Nein, das ist Bereich Urologie. Man weiß, dass die Männer mit den viel zu engen Jeans... Dass die kleinen Hoden haben mit der Zeit, ist ein Bruder. Wenn man länger in diesen Jeanshosen unterwegs... Es hat mit dem Hoden... Nicht mehr. Es hat mit dem Hoden nichts zu tun. Aber es hat mit der Urologie zu tun. Auch nicht. Es sind blau angelaufene Beine wegen Durchblutungsstörungen. Die auch wieder abgefärbt. Und wenn man damit über Steine rutscht, hat man stonewashed. Ist das jetzt Unterschenkel oder Oberschenkel? Ja, Oberschenkel, Unterschenkel. Oberschenkel, ich glaube, Oberschenkel wegen beides. Oberschenkel, weil man dann näher an der Hose ist. Was hat man dann dafür Gefühle im Oberschenkel? Ein enge Gefühl. Ein was? Ein weites Gefühl. Nein. Ein blaues Gefühl. Nein. Ein blaues Gefühl. Nein. Ein enge Gefühl. Nein. Man hat gar kein Gefühl. Ein taubes Gefühl. Ein taubes Gefühl. So lass ich es gelten. Richtige Antwort. Also. Jeans-Krankheit. Bist du lieb. Ja, du bist zwar größer als ein echter Weihnachtsmann, aber du bist genauso süß. Oh.
Also, erst muss ich das kurz noch sagen. Jeanskrankheit, sagt der Doktor, zu enge Hosen führen zu Druck auf die Leiste. Folge, Oberschenkelnerv wird überreizt, was zu Taubheitsgefühlen an vorderen Außenseite des Oberschenkels führen kann. Das sagt der Mediziner. Jeanskrankheit, Herr Hoek hat es gewusst. Christian Krause aus Hamm, es tut mir wahnsinnig leid. Es gibt leider Herr Balder, kein ich würde Geld. So gern mal kurz über mein Eichhörnchen sprechen. Weil bitte schön. Von Sendung heute ist ja auch Sendung. Nikolaus. Natürlich. Nein, von Sendung zu Sendung bringe ich es doch mit. Und es ist immer so etwas verloren. Aber so schön wie jetzt unter diesem weihnachtlichen kleinen Wald, so hat es doch noch nie gepasst, oder? Wunderschön, ich bin begeistert. Ich habe hier 4 Stiefel noch stehen, 3 sind voller Geld. Einer ist noch ohne Geld. Ich mache einfach Folgendes. Wir haben ja Nikolaus, meine Damen und Herren. Ich werde diesen Stiefel Cindy Ausmal zahlen. Ja! Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.